Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Beim letzten Mal haben wir uns ein Theaterstück angeguckt, einen richtig alten Typen kennengelernt haben wir und heute wollen wir mit dem Ümileichen reden. Ist was? Die Leute, die sich bei mir Goldlein sehen immer verzweifelter aus. Ihr habt es ja sicher schon mitbekommen, oder? Ich stehe kurz vor einem Krieg mit Moradane und die Leute bekommen Essensrationen zugeteilt. Und die Adligen, die sitzen nach wie vor in ihren Elfenbeintürmen und leben in Saus und Braus. Auch den Söldnern geht es besser als der einfachen Bevölkerung. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Naja, solange ich auf der Gewinnerseite bin, sollte ich mich wohl nicht beschweren. Ja, die Oma hat's drauf. Ich weiß nicht, was da oben ist. Ja, eigentlich sollten wir pennen gehen, aber... Oh, ich dachte, es sind Zeitkissen. Okay, es sind keine Zeitkissen. Ja. Nunu ist so hoch. Ja, bitte, stütz dich nicht runter, Mann. Das ist ein tiefer Fall. Das würdest du wahrscheinlich nicht überleben. Wobei, es ist ein Noppon. Das würdest du trotzdem wahrscheinlich nicht überleben. Randa. Sieht aber süß aus. Hallo. Das Vertrauensverhältnis zwischen einer Klinge und einem Meister ist was ganz Besonderes. Mein Vater hat eine Söldnertruppe, deshalb weiß ich, wovon ich spreche. Während einer Schlacht wächst die innere Stärke eines Meisters. Und zugleich nimmt das Vertrauen der Klinge in ihren Meister zu. Von einem gemeinsamen Kampf profitieren also sowohl Klinge als auch Meister. Ja, Kämpfe sind immer cool. Kämpfe sind immer toll. Das uraianische Söldnerlager. Ich will das haben. Kann ich's aufmachen? Ja, ich darf. Leave Napalm to Poppy. Wahoo. Da ist... Es sah so aus, als ob er sich darüber aufregen würde, dass ich das Ding aufgeboxt habe. Na du? Ja, ist das interessant zu sagen. Oh, wen haben wir denn da? Sehr vielversprechend. Ihr möchtet euch wohl bei den Söldnern bewerben, was? Ich denke, bei euch ist ausnahmsweise keine Demonstration der Kampfkünste nötig. Ihr seid ja angeheuert. Na los, tretet eher nicht so schüchtern. Nee, leider nicht. Ach, ihr seid aus einem anderen Grund hier? Na dann, so oder so, seid ihr jederzeit bei uns willkommen. Wenn ihr Gold braucht oder wenn euch einfach nur noch einen guten Kampf ist, lasst euch bald bei uns blicken, ja? Ja, einen guten Kampf sage ich nie nein. Gute Kämpfe sind toll. Ich will ja gucken, ich will ein bisschen die Stadt angucken. Das ist ja wirklich eine Plackerei. Keine Gnade, ja, du, wenn Krieg ist, dann ist halt so, oh mein Gott, was ist denn das? Der Seewindpalast. Heißt der echt Vladdy? Yo, also du hast echt einen sehr lustigen Namen. Hallo. Oh, Meister mit ihrer Klinge. Was sind denn eure Klassen? Hä? Die Waffen der Klinge, die einem Meister folgen, wirken sich auf dessen Eigenschaften aus. Wenn du zwei Klingen mit Megalanzen an der Seite hast, verleiht dir das die Klasse eines Kampfspezialisten. Eine Klinge mit Briesenball und eine mit Schildhammer an deiner Seite machen dich zum Ritter. Ein fähiger Meister probiert allerlei Kombinationen aus und lernt so, was für ihn am besten funktioniert. Ja, das habe ich gemerkt. Wir sind mittlerweile Waffenspezialist oder so auf Rex. Mit Nia Ritter und, okay, Tora hat ja nur eine Klinge. Oh. Ach, hier ist diese Treppe. Alter, das ist ja die Treppe des Horrors. Yo, das ist Todsünde, diese Treppe gerade. Alter, so viele Stufen. Was machen die denn? Na? Poppy, Abhörmodus. Ja, toll. Guck dich mal das Tor da an. Das ist das heilige Tor von Fontana. Das ist ständig zu. Ich frage mich ja, was dahinter liegt. Mir hat mal wer gesagt, man könnte die Schwanzflosse von Uraya sehen, wenn man dem Pfad hinter dem Tor folgt. Da wird man schon irgendwie neugierig, was? Meinst du das große Tor da? Oder meinst du diese Treppe? Kann ich da runterrutschen? Wahrscheinlich schon, oder? Ja! Alter Pilgerpfad, warum gehe ich eigentlich hier hin? Wir sollten eigentlich schlafen gehen. Die Neugierde ist zu stark in dieser Person. Ach, hier ist so das Häusle. Aber leider ist der Pilgerpfad. Hey, look what I found. Ruin des Perlerparks. Leider kommen wir da nicht hin. Schade. Schade. Ist die Neugierde wohl... Oh Gott. Hab ich schon einen Reisepunkt? Vielleicht? Oh nein, ich habe keinen einzigen Schnellreisepunkt. Wobei ich bin wieder Rumpf. Ich will von Samyma. Tor von Samyma, das Theater nur. Ich glaube, wir sind schneller da, wenn wir laufen. Na gut, dann laufen wir halt wieder hoch. Yo, ich kann mir
gut vorstellen, warum da unten die Brücke kaputt ist. Hier geht ja eh keine Sau runter. Guck dich das mal an. So viele Stufen. Ich bin ja Rampenperson. Ich finde, Rampen sind geiler als Stufen. Keine Ahnung, es ist angenehmer für die Gelenke irgendwie, weil Stufen sind halt... Also, es ist so eine abhackende Bewegung. Und Rampen sind halt Rampen. Ich weiß nicht. Ich steige lieber einen Hügel hoch als eine scheißlange Treppe, to be honest. Aber ja, es ist vielleicht nur meine eigene Präferenz, aber... Goodness. Ich frage mich, ob es irgendjemand gibt, der die ganzen Stufen zählt. Das sind viele Stufen. Zu viele Stufen. Stufencounter zu hoch. Was wohl dahinter ist? Das ist wohl der... Da war ein Reisepunkt. Ja, toll. Ich renne einfach am Reisepunkt vorbei. Kann man auch machen, muss man aber nicht. Tolulu. Na, Kumpel? Was sagen sie denn? Nu? Der Arbeitgeber von Tolulu liegt ganz zurückgezogen, aber spannt Tolulu nur noch mehr an. Wenn Tolulu nicht wäre, wäre Arbeitgeber bestimmt längst verhungert. Ja, sag mal. Info über Arbeitgeber von Tolulu ist streng geheim, wird dich verraten. Das ist doch schön, dass du einen geilen Arbeitgeber hast. Oder dass der geile Arbeitgeber dich hat, keine Ahnung. Guido. Ich muss sagen, ich finde das Design von diesen Tierblades schon cool. Wahrscheinlich wäre Gott, Dromark auch so einer gewesen. Wenn Dings nicht so cool wäre, I guess. Damien. Oh mein Gott, die haben sogar so einen kleinen Hafen. Oh mein Gott, das ist ja richtig geil, die Stadt. Also hoffentlich stört es euch nicht, dass ich hier durchrenne, weil ich finde das super interessant. Das ist wieder so ein riesiges Battleschiff. Oh. Oh, das sieht alles so cool aus. Ey, das ist gefährlich. Wir passen schon auf. Ja gut, das Schlimmste, was passiert, ist, dass sie ins Wasser fallen. Weil das ist schon... Oh. Ich erspähe einen Schatz. Und ich fühle auch einen großen Hunger aufziehen. Gut, ich habe heute noch nicht ganz... Seltener Kernkristall! Ich muss die aber aufsparen. Ich will, dass Sieg auch coole Plates kriegt, sobald wir ihn bekommen. Und Rex hat einfach kein Glück. Rex kriegt einfach nur noch normale Kernkristalle in die Hände. Er ist aber müde. Was ist los? 1000 Liegestütze! 1000 sind schon... Ich schaffe nicht mal 10 Liegestütze. Meine Ärmchen sind nicht unbedingt die stärksten. Was sagst du denn, Tiberio? An Titanenschlachtschiffen habe ich einen Narren gefressen. Sie strahlen Ruhm und Ehre aus. Ich bin Wartungsarbeiter geworden, um an jedem dieser Prachtexemplare mal arbeiten zu dürfen. Ach, echt? Beim Design gibt es diverse Ansätze. Royanische Schlacht... Verdammt, ich habe es geklickt. Upsi. Bei ihnen bedeutet Wartung, für die Gesundheit des Titanen zu sorgen und die organischen Nanoröhren zu prüfen. Ach so. Die bewaffneten Titanen tun mir ein bisschen leid. Im Ernstfall werden sie an die Front geschickt. Es bricht mir jedes Mal das Herz, wenn die dann mit Wunden über sie zurückkehren. Joa, die Tat kann man ja auch. Ja. Entschuldigung, real? Also, einfach umbringen wahrscheinlich nicht, aber... Die Teile können ja auch sterben, es ist... Aber dass sie keine normalen Schlachtschiffe haben, finde ich immer noch sehr seltsam. Also, im Sinne von so Skells und so ein Kram. Weil die haben ja schon eine geile Technologie dafür, die Titanen. Dass man das nicht so machen kann, dass da einfach kein Titan dran geschraubt ist. Ich glaube, das wurde irgendwann mal erklärt und angesprochen. Ganz viele Leute. Ich frage mich echt, wann wir Sieg wiederfinden. Ich will ihn haben. Kamomo, hallo. Gibt's was Interessantes? Ja, gibt nicht viele Bergungstaucher in Urea. Daher ist geborgenes Zeugs aus Argentum in Urea sehr beliebt. Leute in Ardentigen finden geborgenes Zeugs offenbar langweilig, sonst sind mehr am Mampf interessiert. Aber Händler von Argentum AG können frei umherreisen, ist daher beides recht. Machen für Kaching-Profit einfach gute Termine zu beiden Seiten, ist Lehrer von Oberpon Bana. Ja, der Oberpon, ne, das ist ja so ein richtiger Halunke, der ist es wahrscheinlich auch, der sagt so, also an alle Leute, die Frau da, also die Aegis, das ist ein bisschen aufgewacht und ich will das wieder haben. So. Hier ist doch sicher was. Hehehe, mein Schatzriecher. Liegt richtig. Und es ist ein normaler Kernkristall. Ich muss sie auch langsam irgendwann mal verballern.
Aber ich hab einfach Schiss, dass wir einfach nur Boring-Zeugs rauskriegen. Na, was geht? Sieht Freund rote Bäume da drüben? Ist strahlendes Superrot. Viel knalliger als andere Bäume, ja? Das sind geile Bäume. Hat nicht nur besonderes Aussehen, sondern auch besondere Namen. Heißt Saffronia-Baum. Harula ist extra von Argentum nach Fonsamüma gezogen, um jeden Tag Saffronia-Bäume bestaunen zu können. War vielleicht etwas Extremaktion. Also, hallo, für die Farbe Rot macht man doch solche Dinge. Also bitte, Rot ist ja, wie gesagt, eine der geilsten Farben. Und rote Bäume? Es geht ja durch diesen japanischen Ahorn, der ist rot. Es ist einer meiner Lieblingsbäume. Einfach, es ist ein hübscher Baum. Er hat eine sehr hübsche Form bei den Blättern. Und er ist rot. Gut, ich finde alles geil, was rot ist. So ist es ja nicht. Aber in der Hinsicht sind die Bäume einfach Gewinner. Super, super coole Gewinner. So, hier klettern jetzt die Leitern hoch. Und dann, ich würde mal sagen, wir haben jetzt genug von der Stadt gesehen. Plus mir ist alles erforscht. Keine Sidequests aufgeschnappt. Und dann, ja, wird's wohl Zeit, mit der Abquests weiterzumachen. Oh. Reicht das? Nicht ganz. Ich glaube, für Sprungkraft muss ich sogar Tora Tora spielen. Also, Tiger Tiger. Ich nehme mal stark an, dass das auf Japanisch Tora Tora heißt. Und Tora bedeutet Tiger. Jo, diese Kinder sind aber dieses... Dass sie keine Angst haben, da runterzustürzen, sich auch alles zu brechen. Kinder sind irgendwie eh... Keine Ahnung, relativ furchtlose Wesen. Kinder sind furchtlose Wesen. Irgendwas an dem Satz klingt seltsam. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die haben einfach noch kein Angstgefühl. So. Ich kann da nicht via Schnellreise hinkommen. Let's do this. Und zwar das Tor von Fonsamüma. So, mal gucken, was jetzt auf uns wartet. Ich habe so das Gefühl, dass der Typ abnippeln wird, der alte Heini. Ich weiß auch nicht, warum, aber... Irgendwas sagt's mir. Alrighty. Waren wir dort schon? Warte, geht's hier auch zum Hafen? Nicht ganz. Jix. Wie könnt ihr wirklich mit den Füchsen reden? Oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott, das ist rot. Oh mein Gott, Leute. Mit Phönixen sprechen. Nein, ich kann doch. Wartet. Ich will jetzt mit dem kleinen Phönix reden. Klingen? Nein. Charaktere. Naja, ich will Klingenpartner. Wir wechseln kurz. Ach, sie ist so süß. So, das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Oh, wie gut ist das denn? Verglichen mit anderen Phönixen bin ich eher ein Exzentriker. Es ist eher ungewöhnlich, dass wir uns auf Menschen einlassen. Ich glaube auch, dass außer mir kein anderer Phönix hier in Fonsamüma ist. Ich kann gar nicht verstehen, was daran so toll ist, nach Futter zu suchen und ständig eklige Pflanzen zu essen. Na, gefällt mir das bequeme Luxusleben hier eindeutig besser. Hier sind jede Menge kräftiger Orianer, die sich gut um mich kümmern und mich täglich füttern. Jix. Oh mein Gott, wie gut ist bitteschön das denn? Ich finde das super. Wir haben einfach so eine voll coole Klinge bekommen. Falsche Taste. Ich will zurück ins... Ich wechsle aber trotzdem zurück zu Elektra, weil ich weiß nicht, ob ich Nims... Sie ist so hübsch. Nims Klinge schon aufgebessert habe. Nein, habe ich nicht. Ich will mir den Amethyst-Splitter eigentlich aufsparen. Visagenverdrescher. Erhöht maximale KP um 5. Oh. Ich weiß, ich spare den Amethyst-Splitter für Physik. Modifizieren. Ich weiß aber nicht, ich finde ihr Gesicht ist einfach ein bisschen unsettling, weil es ist so menschlich und die Nase ist einfach so eine Hundenase, Katzennase, Fuchsnase. I don't know. It's weird. Oh, sehr schön. Was hast du denn für Kraft? Erdelement. Was müsste ich denn dafür machen? Meisterkombo sein. Phönix-Sprache. Hey, das ist echt cool. Ich finde das super. Nia, du kriegst einen Heilspezialist, ist sie da? Nee, ich würde mal sagen, wir nehmen trotzdem Elektra mit. Let's talk it to him.
So. Gut. Geil. Geil, jetzt kann ich mit den kleinen Viechern reden. Das ist so cool. Ich habe doch gewusst, dass die besonders sind. Haha. Okay, also. Hauptqueste. Warum steht der vor dem... Kann ich da überhaupt rein? Oh Gott, ich weiß, aber mein Forscherdrang lässt mir einfach keine Ruhe. Was sind Betten? Ich frage mich, wie viele Zimmer wir eigentlich mieten müssen. Also wenn jetzt... Jomark schläft vielleicht auf dem Boden. Schläft Poppy? Sie ist ja eigentlich ein Roboter, also eine künstliche Klinge. Schlafen? Ja, Klingen schlafen, das haben wir gemerkt. Hm, na egal. Kumpel, ich würde gerne weitermachen. Hallo Vandam, lang nicht gesehen. Die heutige Übernachtung geht aufs Haus, also ruht euch mal so richtig aus. So, ich hoffe, wir sind bereit, für das es kommt. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Just one blast from the past after another today. You probably guessed, but we're not here for a reunion. Just as well. The Aegis is gone already. How disappointing for you, comrade. Still an asshole. Despite the years taking their toll, I'll wager all the doctors in this town are quacks. And all the blades are blunt. Abrona and I, we could fix that stagnant ether flow with a minimum of bother. What do you say? You could still have a lot of good years ahead of you. I mean, I won't deny there'd be a certain quid pro quo involved. But old man, just think of the benefits. Come, can't you lend us your expertise here? Do so, and you could live for a long, long time. You know, friend, I'm not as attached to my life as I used to be. Maybe I've had enough. Your little lost souls will be simply inconsolable. The kids? No. They're strong. This is becoming a farce. A horrendously cliched one at that. Break a leg. Huh. What's that? Hey, don't be shy. You heard everything we said, didn't you? Can you really help, Grandpa? Why, of course. We can help. That is, if you can help us. Can you do that for your grandfather? This is... You can't come here. Charming. So you're making the rules now, huh? You didn't come here to talk about the old days, did you? We've snatched Menoth's little brat. No. Meet me at the place of your awakening. You remember it, right? Oh, and come alone. In the loo, I guess. Old man, what happened? Iona, she's gone. It must have been them. Who's them? After you went,
Malos, and some other guy paid me a visit. Malos was here. Who was the other guy? Didn't catch his name, but he had red glasses. That's Akos. But what would he want with Iona? Wait, Nia, where's Pyra? She wasn't there when I woke up. What? No one's seen her. Pyra, maybe she realized what was going on with Iona. Well, knowing those two, it's not unthinkable. That girl, trying to save her on her own. Where's she gone? Didn't she leave a note? No, I'd have noticed. I know where. I think it could be Alethro Ruins. Alethro Ruins? It's where Adam led his army of resistance from, 500 years ago. It's the place where the Aegis woke up too. It must be that Malos is trying to lure her down there. I'm sure of it. Cole, tell us how to get there. It's at the top of the Great Stairway. Van Damme. Hey, fella, take care of this old man for us. Yes. Let's move. If we go now, maybe we can catch up to her. Die Mitglieder der Gruppe haben sich geändert. Oh nein. Das ist unpraktisch. Jo, Pyra hat sich einfach gedacht, ich gehe. Das, Gott. Sehr klug. Ach Gott, was soll ich denn jetzt? Rex. Ich kann mit dem... Wahrscheinlich kriegen wir Pyra eh zurück. Kann ich ihn rausschmeißen? Ich kann ihn... Wut. Ich könnte ihn theoretisch rausschmeißen, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber wahrscheinlich, wenn wir eh zu Pyra kommen, kommt sie wahrscheinlich eh mit, I guess? Es ist schwierig. Van Damme ist halt stark, ne? Stark AF. Und Rex hat gerade keine Klinge. Also doch, das Ding, aber... Aber wir können natürlich auch versuchen... Ich belasse es mal dabei. Ah, ja, ich werde jetzt eh... Wir rennen da mal schnell hin. In die Richtung. Oh, Aldemar Buchhandlung. Ja gut, ich soll vielleicht jetzt nicht Bücher kaufen, wenn da... Nachtische. Ja, gib her. Oh, Regenbogenparfait. Blütenpudding. Ja, so. Also, wo war ich? Was machst du da, Kumpel? Wir können ja noch versuchen, ein paar... Also vielleicht... Ach, wobei... Es ist gerade dumm. Pyra, warum? Das Problem ist halt, wenn wir nicht mit Pyra kämpfen können. Habe ich nur den Typen da, der nicht sonderlich krass ist. Ich weiß nicht, was ich so mit dem alles anstellen kann. Das ist so ein bisschen das Problem hier. Gut, at the top of the staircase. Ah, wo ist das dann? Es wird mir irgendwie nicht angezeigt. Das ist super. Ja, ne? Ach gut, ich glaube, wir rennen halt langsam in die Richtung... Noch höher. Gut. Aha, das Tor ist jetzt offen. Okay, ah. Oh Gott. Was sind das für eine Treppe? Ich würde mal sagen, wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Ich könnte natürlich noch ein Glück versuchen und jetzt werde ich noch einen Co-Crystal benutzen auf Rex, damit ich da wenigstens... Na komm. Als du das einfach einen nicht krassigen. Oder welchen krassigen? Na, die spare ich mir. Wecken noch ein Co-Crystal, komm. Fortuna wird eh jetzt sagen, Charo, du brauchst dein Glück für deine Prüfungen, also spar's die bitte auf. Und ich sag so, ja, hast recht. So, es ist gerade echt eine dumme Situation, ne? Und ich packe einfach Van Damme nach vorne. Ja gut, das ist da zu erwarten. Niederkampf am Schienen. Ja gut. Ich glaube,
Ja, ich glaube, wir machen das so, dass wir Van Damme nach vorne packen. Ja, wenigstens heißt sie Yuri, ne? Ja, ne, lass mal. Ja, nö. Ich glaube, ich mache das wirklich so, dass wir Van Damme nach vorne stellen. Aufstellung. So. Komm mal her, Kumpel. Muss ja das so machen, dann habe ich halt Van Damme vorne. I don't care. So. Auf jeden Fall würde ich sagen, werden wir die... Yo, ist er massiv. Alter, der ist einfach so breit wie ein Schrank. Naja, auf jeden Fall werden wir beim nächsten Mal die Treppe hochsteigen und... wahrscheinlich wird was ganz, ganz Schlimmes passieren. Egal. So, also, ne? Gut. Bis zum nächsten Mal dann. Haltet die Ohren steif. Ciao.